Mein Name ist Ralf Neviara, ich bin Abwassermeister bei der Stadt Trendelburg. Hinter uns sehen wir das unterirdische Regenbecken. Wir haben seit neuestem die Auflage, dass wir hier eine Überwachung installieren, die die Einstauhäufigkeit, die Abschlaghäufigkeit und die Einstauhöhen dokumentiert. Dazu haben wir einen passenden Datenlogger gesucht. So sind wir bei der Firma Mikrotonics gelandet, die ein exgeschütztes Gerät anbietet, sodass wir das unterirdisch einsetzen können. Da wir hier kein Internet haben, machen wir das Ganze über eine GSM-Verbindung und einer cloudbasierten Lösung, die Datensammlung darstellt und der entsprechenden Behörde zur Verfügung stehen. Mikrotonics bietet halt den Vorteil, dass die Messtechnik je nach Messintervalle über mehrere Jahre autark über eine Batterie funktioniert. Hier werden die Daten alle 24 Stunden einmal übertragen bei einem aktuellen Ereignis. Sobald sich also der Füllstand im Regenbecken ändert, bekommen wir eine Sofortmitteilung. Vorteil dieses Datenloggers ist einfach, dass er von oben handelbar ist. Wir können ohne Gefahr ran. Wir brauchen keinen speziellen Einsteigschutz. Wir brauchen kein Gasspürgerät. Hier sehen wir jetzt das ganze System nochmal. Das heißt, im Becken hängt ein Sensor, der über Bluetooth an diesen Datenlogger die Daten übermittelt. Hier werden sie gesammelt und über GSM an eine Cloud übertragen, die uns in gesammelter Form die Daten zur Verfügung stellt. Wir können das Display kurz selber auslösen zur Kontrolle und dann sehen wir immer den aktuellen Messstand bzw. auch, dass die Verbindung zum Sensor richtig funktioniert. Hier sehen wir jetzt aktuell, dass es Regenereignisse gab in diesem Monat. Es wird immer der ganze Monat dargestellt und hier sieht man diese Spitzen, wie schnell das Wasser gestiegen ist und wie schnell es wieder gefallen ist. Und oben die rote Linie symbolisiert den Überlauf. Das heißt, wenn die Spitze über die rote Linie geht, schlägt das Becken ab. Das sind die Sachen, die wir auch dokumentieren müssen. Wir sind froh, dass es dieses System von Mikrotonics gibt. Wir würden es auch jederzeit wieder einsetzen.